Ihr habt euch oft in den Kommentaren mal ein fettes Heimkinosystem gewünscht und das sollt ihr heute in diesem Special der Mission Heimkino bekommen. Mein armer Postbote hatte das ganze Auto voll mit Teufelpaketen und so geht es mir gleich auch, denn ich muss das jetzt alles zu meinem Kumpel schleppen. Erstaunlicherweise habe ich wirklich alles hier in den Audi reinbekommen. Das ganze Teufel Dolby Atmos Set. Yo. Ich bin jetzt auf dem Weg zum Kumpel und genau da werden wir nämlich die neue Folge der Mission Heimkino drehen, denn der wird von mir ausgestattet mit Dolby Atmos. Er weiß noch nichts von seinem Glück. Ich bin mal gespannt, wie das so wird. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Marc und heute bekommt mein bester Kumpel Henning mal eine herrliche Überraschung von mir. Ich habe ihm das neue Teufel Ultima 40 Surround AVR Dolby Atmos 5.1.2 Set geordert, denn seine jetzige Klangsituation, die kann ich so einfach nicht akzeptieren. Ich meine, versteht mich nicht falsch, die kleine Creative Katana Soundbar klingt gut, aber da geht doch einfach mehr. Die Ultima-Serie von Teufel würde ich mal als die optisch bekannteste bezeichnen. Die kupferfarbenen Treiber und die abgerundeten Ecken haben einfach einen sehr hohen Wiedererkennungswert und ich liebe die Optik nach wie vor. In meinem Gaming Room sorgen die Ultima 40 aktiv, nämlich für ordentlich Spaß. Passend zur Einrichtung gibt es hier die schwarze Version. Bei mir gibt es ja meistens immer nur weiß zu sehen, weil das einfach perfekt zu meinem Setup passt. Aber heute machen wir ja alles mal etwas anders und das finde ich ziemlich erfrischend. Mit den Komplettanlagen bringt Teufel euch alles, was ihr für den Heimkinoklang braucht. Die Komponenten sind passend zusammengestellt und auch an Zubehör liegt alles an Kabeln ausreichend bei. Neben den etlichen Lautsprechern ist in diesem Set ein Denon AVR am Start, der die passiven Lautsprecher befeuert. Also bis auf den Sub, der ist natürlich aktiv am Start und verfügt damit über einen eigenen Verstärker. Beginnen wir auch gleich mit einem kurzen Überblick der Schaltzentrale. Das ist ein Denon X1600H und mit diesem Teil hat Teufel was durchaus Feines in das Set geschmissen, zum Kurs von rund 580 Euro. Es handelt sich hier um einen 7.2 AV Receiver im Einsteigerbereich. Damit genügend externe Zuspieler angeschlossen werden können, verfügt er insgesamt über 6 HDMI-Ports mit 4K Ultra-HD-Unterstützung und einem HDMI-Port mit eARC. Verbaut sind insgesamt 7 Verstärker, die bis zu 145 Watt pro Kanal raushauen können und damit ausreichend Leistung zur Verfügung stellen, um unser Set hier ordentlich anzutreiben. Neben dem reinen Heimkinogenuss kommt aber auch Streaming hier nicht zu kurz. Der Media Player verarbeitet High-Res-Audio-Dateien mit den Formaten FLAC, ALAC, WAVE und DSD. Die Vernetzung zu Musikquellen gelingt über DLNA, AirPlay 2 und Bluetooth. Gesteuert werden kann alles easy über die HEOS-App, die damit auch Multiroom ermöglicht. Online geht der 1600 entweder per Netzwerkkabel oder WLAN-Verbindung. Das Teil kann aber auch noch eine ganze Menge mehr, allerdings würde das bereits den Rahmen des Videos sprengen. Ich habe euch von daher mal in der Videobeschreibung einen direkten Link zu allen technischen Daten reingehauen. Optisches Highlight sind für mich in diesem Set die Standlautsprecher der Ultima-Reihe und die passen hier vor dieser Steinwand einfach perfekt ins Konzept, finde ich. Der kupferfarbene Kontrast der Mitteltöner sticht vor dem dunklen Hintergrund toll heraus. Wir haben hier die Ultima 40 MK3 im Set, die über ein Drei-Wege-System verfügen, also Bass, Mitten und Höhen jeweils getrennt ausgeben. Von den Maßen sind sie mit 106 cm in der Höhe und 32 cm in der Tiefe schon sehr präsent im Raum, aber genau das wollen wir in diesem Fall ja auch erreichen. 120 Watt als Dauerbelastbarkeit sind hier am Start, gepaart mit einem Frequenzgang von 45 Hertz bis 20.000 Hertz, wobei sich hier im Set ja der Sub um die tiefen Frequenzen kümmert, aber auch die Ultimas alleine haben schon einen echt guten Punch. Wenn ihr zu den Ultima 40 gerne noch mehr sehen wollt, verlinke ich euch jetzt mal oben rechts mein ausführliches Video dazu. Damit die Bude dann auch so richtig wackelt, packt Teufel hier den aktiven Subwoofer T10 mit ins Set. Dieser liefert 150 Watt aus der verbauten Class D Endstufe und von der reinen Wattzahl sollte man sich wie immer bei Teufel nicht täuschen lassen. Das Teil liefert echt einiges an Druck aus dem 250 mm Treiber und bringt den Bass runter bis auf 33 Hertz. Bei der Aufstellung hat man freie Wahl, ob man den Sub im Frontfire- oder Downfire-Prinzip einsetzt. Je nach gewünschter Funktionsweise werden dann die Füße angebracht und der Sub mit seinen knapp 16 Kilo in Position gebracht. Verbunden wird der Sub in diesem Set per Kabel mit dem Receiver. Es ist aber auch ein Wireless-Modul verbaut für die kabellose Verbindung, müsste aber in dieser Kombination mit dem Denon-Receiver
Receiver noch ein extra Transmitter dazugekauft werden. Weiter geht es mit dem Center-Lautsprecher der Ultima-Reihe und hier wird die markante Optik auch komplett weitergeführt. Mit 42 cm in der Breite und 16,9 cm in der Höhe ist er relativ kompakt, würde aber bei stehenden TV-Geräten direkt davor einiges vom Bild verdecken. Henning hat seinen TV ebenfalls an die Wand gespackst, von daher passt das ohne Probleme auf diesem schicken Lowboard. Bis zu 100 Watt an Dauerbelastbarkeit verträgt der Center, aufgeteilt auf die zwei kupferfarbenen Mitteltöner mit 130 mm Durchmesser und dem Hochtöner mit 25 mm. Klanglich findet das Ganze im Frequenzbereich von 90 bis 20.000 Hertz statt. An der Front steht das Setup somit, ab geht's also nach hinten und da werden die Ultima 20 ihren Dienst als Rear-Lautsprecher verrichten. Die kleinen Regallautsprecher sind natürlich ebenfalls im klassischen Ultima-Look und so klein sind die auch gar nicht. Mit 33,5 cm in der Höhe und 23,5 cm in der Tiefe ist das als Rear-Lautsprecher schon echt ordentlich. Dazu kommt ein Gewicht von knapp 6 Kilo und das ist in diesem Fall wichtig, denn die Teile sollen hier bei Henning direkt an die Wand kommen. Dazu habe ich noch die passenden Wandhalter von Teufel geordert, damit alles sicher hält und auch der Look passt. Die Ultima 20 haben eine Dauerbelastbarkeit von 50 Watt und die werden auf einen 165 mm großen Mitteltöner und einen 25 mm Hochtöner verteilt. Der Frequenzgang beträgt dabei 70 Hertz bis 20.000 Hertz und das sollte im hinteren Bereich damit für eine sehr gute Effektdarstellung sorgen. Was fehlt für ein Dolby Atmos Setup noch? Genau, die Lautsprecher an der Decke. Dabei handelt es sich um die Teufel Reflect, die wahlweise an der Decke nach unten abspielen oder auch auf die Ultimas gelegt werden können. Per Schalter werden die Reflect dann umgestellt und geben die Effekte nun nach oben ab und arbeiten per Deckenreflexion. Henning hat hier aber bereits Kabel in der Decke liegen, also stellt sich da natürlich gar keine Frage, die Teile kommen da oben hin. Eine separate Halterung brauchen die Reflect dabei nicht, die ist bereits integriert und erlaubt eine horizontale und vertikale Ausrichtung. Auch hier findet sich eine Zwei-Wege-Aufteilung mit einem 90 mm Mitteltöner und einem 25 mm Hochtöner. Das Ganze spielt im Bereich von 150 Hertz bis 20.000 Hertz. Mit knapp 1,5 Kilo sind sie recht leicht, die Befestigung sollte also auch bei einer Rigipsdecke mit entsprechenden Dübeln kein Problem sein. Hier haben wir sogar eine Stahlbetondecke, da könnten wir vermutlich auch den Subwoofer ohne Probleme dran spaxen. Okay, ihr wisst jetzt, aus was dieses Set besteht und was wir genau vorhaben. Also ran ans Werkzeug und dann sehen wir uns gleich das fertige Setup an. So, das Setup steht erstmal, ist verkabelt und sieht einfach so nice aus in dieser Farbkombi, passend zur Einrichtung und der dunklen Steinwand. Der Receiver wandert noch in das Lowboard und selbstverständlich gibt es dann auch noch ein vernünftiges Kabelmanagement. Henning ist bereits jetzt super happy und die Überraschung ist damit voll gelungen. Jetzt noch alles einmessen und dann den Tag am Grill mit einem Bierchen ausklingen lassen, das klingt doch fein. Wenn ihr Bock habt, besuchen wir Henning gerne in einem zweiten Teil, wenn alles endgültig steht und machen dann unseren Heimkino-Klangcheck. Lasst mir dazu bitte mal Feedback in den Kommis da. Fazit. 1.899 € müsst ihr bei Teufel auf den Tisch legen, um dieses Dolby Atmos Set zu bekommen. Betrachten wir dabei die Einzelpreise, so ist das durchaus ein guter Kurs. Der Denon Receiver liegt zurzeit bei ca. 580 €. Dazu gesellen sich die Standlautsprecher für 499 €, der Subwoofer schlägt mit 419 € zu, der Center Lautsprecher mit 179 €, die Ultima 20 im Doppelpack für 250 € und die Reflect Lautsprecher mit 299 €. Der ganze Kabelkram mit Subkabel und Lautsprecherkabel, insgesamt 45 Meter, wird nochmal mit ungefähr 100 € obendrauf gerechnet, macht summa summarum ca. 2.300 €. Man spart also einiges und muss sich dann auch keinen Kopf machen, dass es klanglich zusammenpasst. Das Rundum-Sorglos-Paket also. Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung, checkt das also gerne mal ab. Klanglich liefert Teufel hier auf jeden Fall ordentlich ab. Die einzelnen Komponenten harmonieren sehr gut und schaffen ein tolles objektbasiertes Klangerlebnis. Man muss sich aber der schieren Basskraft bewusst sein und bei
bei höheren Lautstärken auf jeden Fall Ärger mit den Nachbarn einplanen. Echtes Dolby Atmos muss man einfach mal selbst gehört haben. Erst dann weiß man, was einem bei 5.1 eigentlich fehlt. Das Set schafft es, das Wohnzimmer mit in das Filmgeschehen zu reißen und trennt Effekte sehr gut auf. Bedenkt man so manche Preise für Soundbars, so bekommt man hier für den Kurs doch recht viele Lautsprecher und meiner Meinung nach auch ein echtes Heimkino geboten. Den Klang aus Soundbars kann man damit auf keinen Fall vergleichen und das merkt man auch bereits nach den ersten Tönen. Ich hoffe, euch hat das Video genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wenn dem so ist, freue ich mich über euren Support in Form eines Abos. In diesem Sinne, ich empfehle mich. Adios!